Hallo? Ich bin's! Deine treue Freundin, Schwester Joy! Und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Pokémon Y! Hallo! Vielen Dank für deine Geduld! Jetzt können wir auch gleich die Reise loslegen! Na Leute, nun sind wir wieder zurück zu Pokémon Y! Im heutigen Part kriegen wir erstmal eine Holo-Nachricht. Okay, das ist... Okay. Ah! Er! Ich hoffe, es geht dir gut! Können wir uns in Musaia treffen? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Dem wahren Team Flair-Mitglied. Boss. Hashtag so, ne? Pokémon Set Release. Ich hoffe, es passiert echt sowas. Das wäre voll cool, wenn der Professor mal der Böse wäre, ja? So. Jetzt können wir hier lang gehen. Oh, kriege erstmal ein Item, weil wir nicht aufgepasst haben. Und einen Hypertrank. Ich hoffe, die Route ist jetzt nicht zu groß. Mich keinen Bock, 1000 Kämpfe zu machen. Ich gebe es an meine Grenzen. Den Teenager wie ich kenne, keine Angst. Bam. Ja, keine Angst. Und so. Ja, mal. Ja, mal klar. So eine der Käfer-Pokémon, die ich gar nicht mag, weil... Keine Ahnung. So. Sollte mich auch mal demnächst um den Absoliten kümmern, damit ich auf jeden Fall den habe. Das alles viel cooler ist, ne? Aber das ist später erst. Am besten so im Bereich von kurz vor Siegelstraße. Wisst ihr, mir wäre auch gerade klar, warum sollte ich eigentlich Schlitz sein, wenn ich auch Psychoklinge einsetzen kann? Ich habe keine Ahnung. Hier, Psychoklinge. Ja, jetzt, das bin ich selber schuld, muss ich echt zugeben. Ah. Hier, das hätte ich vernichten können. Ich hätte dich vernichten können. Fertig machen, Ende, puff, aus. Hasta la vista. So, das Gift schadet Absol natürlich, das ist nicht gut. Jetzt kommt als nächstes Pinsir. Noch mehr Käfer. Aber ich werde auf Fierro wechseln, weil Pinsir ist, ja... Nee, ist das dieses Cleopendra oder wie es hieß? Ist es Gift und Käfer oder ist es nur Gift? Pinsir ist auf jeden Fall nur Käfer, deswegen habe ich aus Respektgründen und weil es mich instant killen kann, auf Fierro gesetzt, damit wir auf jeden Fall ihn instant killen können. Ja. Tschö. Ja, wegen seiner Guillotine. Also ich weiß, dass er das kann. Ich weiß nicht, ob die das einsetzen, aber ich weiß, dass sie es können. Serpendra! Pinsir! Hier mein Geld! Ich bin ein Teenager, aber über 1000 Dollar bei mir. What? Warum springt der Fabicola aus dem Gras, obwohl ich so weit weg war? What zur Hölle? Okay, das war jetzt gerade verwirrend. Ich meine, ich weiß, dass das gab, aber... Muss doch nicht so plötzlich kommen. Ah, kämpfen. Ich wäre zu gerne in der Lage, die Attacken meines Pokémons auch selbst einzusetzen. Los, Mauser, setz Doppel-T-Ride. Ein. Ha, der Fett ist zu schwer. Du kannst dich bewegen. Ah, Wischu, okay. Ein stärkeres Wischu als das von Flordelis. Den letzten Part gesehen hat, weiß, was ich meine. Ist sogar stärker als... Oh Gott, nein. Keine Chance! Da war nicht nachgedacht, Leute. Das war echt nicht nachgedacht. Hab ich eigentlich einen Unlichtattacker jetzt drauf gehabt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Sondersensor. Na? Ja, Unlicht. Ich meine natürlich Psychoattacke, ne? So. Ich bin aber selber Unlicht. Oh, ich bin so ein Knecht, ne? Alter Schwede, das haut auch rein, ne? Ohne Scheiß, Alter! Wir haben uns jetzt fast down gesetzt, auf jeden Fall zwei unserer Pokémon. Puh. So, Georgia ist besiegt. Die Attacken von Pokémon machen ganz schön was her, nicht wahr? Dein Pokémon hat echt, hat auch mehr hergemacht als Flordelis seins.
Oh, hier ist ein Haus. Hallo? Ich bin's. Oh, wer bist denn du? Mein Bruder verfügt über die wundersame Kraft, die Vor- und Nachteile von Typen umzukehren. Normalerweise sind Feuerattacken gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, aber wenn mein Bruder seine Kraft einsetzt, wartet eine große Überraschung für den Trainer. Feuerattacken sind dann nämlich nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. So, und das ist eine TM, glaube ich, soweit ich das weiß. Oder? Nee, das ist eine... Ist das nicht Dings? Nein. Nein, brauche ich nicht. Es ist einfach nur dasselbe. Es ist ein ganz normaler Pokémon-Kampf, nur mit anderen Schwächen. Heißt, also Wasser ist gegen Feuer nicht mehr effektiv, sondern umgekehrt. Und so weiter und so fort. Kann ich da hoch? Ja, ich müsste... Nein, ich habe keinen Bock mehr auf den Kampf. Ich müsste einen Zerschneider einsetzen, ne? Kein Bock auf Zerschneider. Was ist dir beim Bergsteigen lieber? Das Auf- oder das Absteigen? Oder der Auf- oder der Abstieg, eher gesagt, ne? Götz. Ah, Flachwitz. Ach, Elektro. Ja, und Boden. Und Vergeltung. Was? Wieso hat das Ding Vergeltung? Egal, wir haben Flammenkörper. Ja, das ist nicht mehr so lustig, was? So, Nitroladung. Damit du noch ein bisschen mehr brennst. Weil du bist doch nicht warm genug. Das ist nicht sehr effektiv, ne? Ah, es sieht so dämlich aus. Das Spiel können wir zu zweit spielen. Daneben. Ist Lehmbrühe nicht Boden? Wie kann Boden gegen uns was bringen? Hä? Ich bin ernsthaft. Wir sind Flug. Hä? Ich bin jetzt vollkommen verwirrt. Nee, jetzt mal ohne Witz. Wie kann das was bringen? Wir sind Flug. Ohne Witz. Also, ihr seht es ja. Oder hab ich irgendwas verpeilt und wir sind am Ende gar nicht mehr Flug. Doch, Feuerflug. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Gut. Soll mir auch egal sein. Das müsste da oben die Omega-Höhle sein. Ja, Tipps für Trainer natürlich. So, das hier unten. Könnte auch hier unten die Omega-Höhle sein. Ich habe gerade keine Ahnung. Gucken wir uns vielleicht noch an. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wenn ich gerade wüsste, wo. Dann müssen wir durch die Höhle durch. Kann natürlich auch sein, dass wir durch die Höhle durch mussten, ne? Die Omega-Höhle. Ganz viel... Direkt ein Team. Ja. Direkt ein Team. Ach Gott. Flucht. Die Kämpfe dauern viel zu lange. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe nicht voll vergessen, wie ich zum Ziel komme. Ich hab's echt vergessen. Fuck. Ah, ein Sandama. Hallo, Sandama. Gut, ich muss zugeben, ich bin gerade nicht aufs Kämpfen ausgelegt, weil... Ja, Zeitverschwendung und so, aber... Schön, dass man hier so alte Klassiker trifft. So. Gerade sagen, kann ich hier nicht runter. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr verliert, müsst ihr mit anpacken. Was? Ihr? Ich? Alleine? Arbeiter Marco! Das ist mein Boss, Leute. Mein Boss ist auch Marco. Ah. Ja, ist immer nett. Ich mag ihn. Also, er ist echt cool drauf, ja?
Ich glaube, ich bin nicht sehr gesprächig, wenn ich über meinen Boss geredet habe. Wir sollten das Thema wechseln. Scheiße. Oh nö. Das wollte ich gar nicht, Mann. So, komm. Weiterkämpfen irgendwie. Gut. Das war's Finale oder war es Explosion? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, weil ich viel zu perplex war. Hat auf jeden Fall nicht so viel Schaden gemacht. Und ich glaube, wir würden das noch zwei weitere Mal überleben. Ach, Robustheit. Ah, Dampfwalz, okay. Hat auch schon sehr viel Schaden. So, und du bist besiegt, hoffe ich mal. Bam, Ende. Ja, Ende. Das überlebst du nicht. Oh no. Oh doch, ja, muss sein. So. Und, Geowatz. Das ist schön. Das ist echt. Ich mag es, wenn so richtig alte Klassiker-Pokémon auf einen warten, wie zum Beispiel Geowatz aus der Kanto-Region. Die ersten 150 Pokémon. Ja, guck mal, das ist ein richtig klassischer Kampf gerade. Okay, außer die Robustheit. Und Tarnsteine. Fällt mir ein. Theoretisch müsste ich mal gucken, dass ich Pokémon Gelb Let's Play oder so, ne? Das ist so einen richtig alten Klassiker raussuchen. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Nahkampf. Gut, das ist natürlich jetzt eine Attacke. Da lassen wir den Ego-Trip ruhig liegen. Nahkampf ist schön. Nahkampf ist mächtig. Kostet uns zwar selber die Verteidigung, aber ist gut. Ich habe bei dem Kampf mehr geschwitzt als jemals bei der Arbeit. Wovon noch immer. Ich möchte gerne wissen, ob ich richtig bin. Ach, hier kann ich lang. Okay. Och nö! Mann! Was geht hier ab, ey? Ich will keinen Felsen zertrümmern, verdammt nochmal. Ach, dann muss ich halt... Zertrümmerer. Wo haben wir jetzt Zertrümmerer? Zerschneider, Stärker, Flieger. Ich habe keinen Zertrümmerer, ne? Ja. Ja, das ist... Ich habe einen Tokonit. Wo habe ich den hergekriegt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wenigstens den verdammten... Riesenflottball, Metallmann, Meisterball, Riesennugget, Angriffsplus. Ich habe noch nicht mal ein Fluchtseil. Ernsthaft? Warte mal, wir geben den erstmal. Turtok. So. Doch, da haben wir doch eins. Und sogar drei Stück. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oder müssen wir surfen? Ne, geht ja gar nicht. Viel zu hoch. Ah, wir können auch... Wir können auch durch die Blumen... Ja. Ah! Jetzt ist alles zu spät. Ah, ein Zusammenstoß ist unvermeidbar. Bleib einfach stehen. Machst du schon die ganze Zeit. Gera, Sally! Granbull! Piaro! Ja, jetzt bin ich umsonst in die Omega-Höhle gegangen, ne? Aber hey, immer ein Klassiker gesehen. Hat seine Vorteile gehabt. Du setzt Brüller ein. Ach stimmt, ist Granbull jetzt nicht auch Fee? Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Unlicht, das weiß ich. Und es hat keine Chance mehr. Es ist besiegt, das ist das Wichtigste. So. Dettene! Dann wechseln wir mal kurz, weil... Ja, ist nicht klug, das zu haben. Ich würde sagen, wir zeigen mal, wie Lucario den Nahkampf einsetzt. Ja, das ist, glaube ich, eine kluge Idee. Und dann sehen wir weiter. Wir kommen auch kaum voran, ne?
Jetzt nicht wegen dem großen Fehler, den ich gemacht habe, aber ja. War aber ein Riesenfehler. Ich hab überlebt! Willst du mich verscheißen? Zwango? Felsenfest von Lucario, Mitnahme. Okay. Ja. Ich hab einfach mal den Nahkampf überlebt. Ist es denn? Oh nö. Ja, doch. Das klappt mir auch selber nicht. Aber wo bin ich überhaupt? Ich will ins nächste Dorf heute noch kommen. Ich hoffe, es wird was. Ja, ich habe eine Karte, ne? Hab ich die Karte? Ich habe fast gar keine... Nein, ich habe eine Karte, okay. Ich habe nichts gesagt. Wir müssten eigentlich fast da sein. Ja. Gut, wir müssen echt fast da sein. Bitte. Mehr Kämpfe. Ich möchte gerne endlich dieses Gebiet hier verlassen. Ich möchte vorankommen. Oh, ein Ponyfraß. Das waren auch eh so zwei Pokémon, die ich in der 5. Generation nie verstanden habe. Ah, wir sind da. Nein, wir wollen die Kamera... So. Und eine schöne Position. So, das ist eine schöne Position. Leute, im nächsten Part von Pokémon Y geht's hier weiter. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's nämlich weiter. Da muss ich mal kurz strecken, bevor der Part beendet. Denn er ist gerade irgendwie ein bisschen geältert. Um 20 Minuten. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dann, Leute. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.